Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode von Let's Play Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist. Herzlich willkommen in Phase 4. In Phase 4 dieses Projektes. Die Phase, die mit Abstand am meisten Vorbereitungszeit in Anspruch genommen hat. Und jetzt an dieser Stelle möchte ich euch erstmal kurz erklären, was genau man eigentlich jetzt hier unter Phase 4 zu verstehen hat. Und zwar haben wir bis jetzt uns mit dem Kampagnenmodus beschäftigt. Wir waren meistens erfolgreich, manchmal nicht, letztendlich dann doch eigentlich immer. Haben ein paar interessante Geschichten erlebt, aber das ist ja definitiv nicht alles, was dieses Spiel zu bieten hat. Ja, und ich meine jetzt damit nicht den Multiplayer-Modus, obwohl das könnte man bei Gelegenheit vielleicht auch mal machen, aber nicht jetzt, das ist für jetzt eigentlich nicht geplant. So, und zwar war ich fleißig und habe, das möchte ich euch hier kurz mal zeigen, Deck ändern. Sortieren nach, wie sagen die Benutzerdecks. So. Sortieren nach alphabetisch, von mir aus ist mir egal, Filter alle. Jetzt guckt euch das mal an hier. Das dauert jetzt einen Moment, bis wir da durchgescrollt sind. Ich möchte es nur einmal kurz demonstrieren. Damit ihr vielleicht auch wisst, was da jetzt in der Vorbereitung so lange gedauert hat, womit ich mich die letzten Wochen, ja, scheiß auf die letzten Wochen, die letzten Monate tatsächlich immer mal wieder zwischendurch mit beschäftigt habe. Oh ja, ich habe sämtliche Decks, sämtliche Karten hier im Spiel, gut, nicht sämtliche Karten, aber zumindest alle Karten, die wir für das Vervollständigen dieser ganzen Decks hier gebraucht haben, habe ich gesammelt. Ich habe sämtliche Decks zusammengestellt und das hat einen Grund. Und zwar wollte ich mich jetzt in Phase 4 mit den Duellanten-Herausforderungen beschäftigen. Aber das Ganze, das läuft ein ganz kleines bisschen anders als bisher der Kampagnenmodus, sage ich mal. Denn mir geht es jetzt hier bei den Duellanten-Herausforderungen, da geht es mir nicht darum zu gewinnen. Es geht mir nicht darum, gegen jeden einzelnen Duellanten hier immer und immer und immer wieder anzutreten, bis wir dieses Duell dann vielleicht eventuell irgendwann mal gewonnen haben. Nein, ich habe mir da was anderes überlegt. Und zwar geht es mir ja mehr darum, euch jetzt an diesem Punkt im Spiel die diversen Decktypen zu präsentieren. Einfach mal zu gucken, wie spielt sich dieses Deck, wie spielt sich dieses Deck, was ist hier die Strategie, kann man damit was anfangen. Zum einen für mich, um mich so ein bisschen mehr mit diesen ganzen verschiedenen Deck-Archetypen vertraut zu machen. Zum anderen aber eben auch für euch aus im Großen und Ganzen eigentlich ganz genau dem gleichen Grund. Deswegen habe ich mir was überlegt. Und zwar, ihr habt ja eben gesehen, ich habe sämtliche Decks freigeschaltet, die es zu diesem Zeitpunkt im Spiel gibt. Ich weiß ja nicht, ob da irgendwann nochmal ein DLC kommt, aber zum jetzigen Zeitpunkt ist diese Deckliste hier zu 100% komplett. Und was wir jetzt machen werden ist, wir werden uns den Duellanten-Herausforderungen zuwenden und werden jetzt verschiedene Duellanten hier gegeneinander antreten lassen, quasi in selbst ausgedachten Szenarien, um uns einfach ja, die Decks nochmal angucken zu können. Dabei habe ich mir gedacht, werde ich das so machen, dass jeder Charakter bzw. jedes Deck halt jetzt hier in Phase 4 zwei Auftritte hinlegen wird. Und zwar, ich habe mir eine Liste gemacht, wo ich mir sämtliche Charaktere aufgeschrieben habe, tatsächlich sind es sogar zwei Listen, und wo ich dann jetzt immer wegstreiche. Ja, eine Liste ist für unseren Gegner, das heißt, wir werden gegen jeden Charakter, gegen jedes Deck hier im Herausforderungsmodus werden wir einmal antreten. Ich habe euch gesagt, dieses Let's Play ist noch lange nicht zu Ende. Das sind weit über 100 Folgen, die euch da noch erwarten. Also definitiv noch bis ins nächste Jahr. Einmal, wie gesagt, einmal Gegner. Und einmal werden wir jedes Deck aber auch selber spielen. Freigeschaltet sind sie ja alle.
Deswegen hat jedes Deck zwei Auftritte. Ob ich jetzt letztendlich dabei gewinne oder verliere, ist scheißegal. Gut, es sieht schon scheiße aus, wenn ich jetzt die 15 Mal hintereinander mit irgendwelchen Decks verliere. Ich hoffe, das wird nicht passieren. Aber wenn, dann ist auch egal, weil mir geht es nicht ums Gewinnen, mir geht es einfach darum, diese Decks zu präsentieren. Und den Auftakt, das habt ihr sicherlich schon im Folgennamen gelesen. Den macht heute ein Duell, das es so in dieser Art, zwar nicht mit diesen Decks, mit diesen Karten, aber letztendlich so in dieser Art tatsächlich im Anime schon gegeben hat. Heute treten wir nämlich gegen den ehemaligen Duel Monsters World Champion an. Heute kämpfen wir gegen Seto Kaiba und seinen weißen Drachen mit dem eiskalten Blick. Und zwar kämpfen wir dabei mit Alistair und seinem Drachenbuster. Ich habe mir gedacht, für den Auftakt ist ein Deck, das darauf aufgelegt ist, Drachen zu töten, gegen ein Drachendeck ist vielleicht eine ganz gute Idee, um hier nicht unbedingt mit einer Niederlage einzusteigen, wenn ihr versteht, was ich meine. Ich meine, es kann natürlich trotzdem passieren, aber ich denke, wir haben zumindest eine Chance und von daher ist es jetzt Zeit für ein Duell. Vor allem, weil wir Kaibas Deck ja schon kennen. Das haben wir ja tatsächlich im Kampagnenmodus auch schon zwei, dreimal selber benutzt. Also wir wissen so ungefähr, was uns da erwartet. Und ich bin echt gespannt. Phase 4 beginnt. Ah, wir haben beide ein Extra-Deck. Diese Herausforderungsdecks, die spielen natürlich auf einem völlig anderen Level als die Decks, die wir im Kampagnenmodus erlebt haben. Zumindest im Großen und Ganzen. Entschuldigung. Halskratz, kurz was trinken. In der Zeit können wir schon mal gucken, was wir für Karten auf der Hand haben. Ich meine, die meisten Karten, die kennt man so, ne? Das sind bekannte Karten, die wir definitiv selber auch schon benutzt haben. Schwarzes Loch zerstört alle Monster auf dem Feld. 3 Geki zerstört alle gegnerischen Monster auf dem Feld. Mystischer Raumtyphon oder Mystical Space Typhoon zerstört eine beliebige Zauber- oder Fallenkarte auf dem Feld. Haben wir zweimal auf der Hand. Seelenlast ist das, wo man für jeweils 1000 Lebenspunkte Monster vom Friedhof beschwören kann. Dann haben wir hier dann noch das Monster, aber erstmal. Hauen wir mal die Karte da weg. Ah, Call of the Haunted, auch das eine bekannte Karte. So, was haben wir denn hier auf der Hand? Zerstörungsschwert des Roboterbusters. Du kannst einen Buster-Klingenkämpfer wählen, den du kontrollierst. Rüste das gewählte Ziel mit diesem Monster von deiner Hand oder Spielfeldseite aus. Solange diese Karte ein Monster ausrüstet, können die Effekte von Zauber- oder Fallenkarten, die bereits offen auf der Spielfeldseite deines Gegners liegen, nicht aktiviert werden. Du kannst diese Ausrüstungskarte auf den Friedhof legen. Das Monster, das mit dieser Karte ausgerüstet war, erhält bis zum Ende dieses Spielzuges 1000 Angriffspunkte. Na wunderbar. Na wunderbar. Das einzige Monster, das wir in irgendeiner Art und Weise ausspielen können, ist ein Monster, das man eigentlich von der Hand aus aktiviert, um ein Monster aufzupowern. Was haben wir hier? Zweimal Level 8 Access. Einmal Nummer 46, Drachgluon. Zwei Monster vom Typ Drache der Stufe 8, okay. Einmal pro Spielzug, falls du keine anderen Monster kontrollierst. Du kannst ein Access-Material von dieser Karte abhängen, dann aktiviere einen dieser Effekte. Beschwöre ein Monster vom Typ Drache als Spezialbeschwörung von deiner Hand oder wähle ein Monster vom Typ Drache, das dein Gegner kontrolliert, übernimm die Kontrolle über das gewählte Ziel. Ui. Oder die Effekte von Monstern vom Typ Drache, die dein Gegner kontrolliert, können bis zum Ende des nächsten Spielzuges deines Gegners nicht aktiviert werden.
Aber haben wir denn genug Drachen, um das überhaupt so aktivieren zu können? Dann priesterlicher Sonnendrachen-Overlord von Heliopolis. Alter, diese Namen, die werden immer schlimmer. Einmal pro Spielzug. Du kannst ein Access-Material von dieser Karte abhängen. Biete eine beliebige Anzahl Monster von deiner Hand und oder deiner Spielfeldseite als Tribut an, mindestens eins, und zerstöre dann die gleiche Anzahl Karten auf dem Spielfeld. Nicht beschränkt auf Monster oder auf Zauberkarten oder auf Fallenkarten. Wir können wirklich alles sprengen, okay. Nicht schlecht. Dann haben wir hier Synchromonster Level 8, Bastard Drache. Alle Monster, die dein Gegner kontrolliert, werden zum Typ Drache. Einmal pro Spielzug, falls du kein Bastard-Klingenkämpfer-Monster kontrollierst, du kannst einen Bastard-Klingenkämpfer in deinem Friedhof wählen. Beschwöre ihn als Spezialbeschwörung. Einmal pro Spielzug während des Spielzuges deines Gegners, du kannst ein Bastard-Klingenkämpfer-Monster wählen, das du kontrollierst. Rüste es mit einer Zerstörungsschwertmonster von deinem Roboter, von deinem Friedhof aus. Dies ist ein Schnelleffekt. Alter, was ist denn heute los mit mir? Ich rede ja hier nur noch Müll. Okay, wir können also, wenn wir den Bastardrachen beschwören, können wir unser Roboter-Zerstörungsschwert, denn das war es doch, was wir da auf der Hand haben, wieder mit ins Spiel bringen. Das ist ja schon mal was. Und dann haben wir hier noch eine Fusionskarte. Bastard-Klingenkämpfer, der Drachenzerstörer-Schwertkämpfer. Ein Bastard-Klingenkämpfer und ein Monster vom Typ Drachen. Muss als Fusionsbeschwörung beschworen werden und kann nicht auf andere Art als Spezialbeschwörung beschworen werden. Diese Karte kann nicht direkt angreifen. Diese Karte erhält 1000 Angriffs- und Verteidigungspunkte für jedes Monster vom Typ Drache, das dein Gegner kontrolliert oder das sich in seinem Friedhof befindet. Ändere alle Monster vom Typ Drache, die dein Gegner kontrolliert, in die Verteidigungsposition. Zusätzlich können die Effekte von Monstern vom Typ Drache, die deinem Gegner gehören, nicht aktiviert werden. Falls diese Karte ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge deinem Gegner durchschlagenden Kampfschaden zu. Ah, das ist sehr schön. Ich war gerade schon überlegen, wie man denn mit dieser Karte dem Gegner vernünftig Schaden zufügen soll, aber dann kam der Effekt mit dem durchschlagenden Schaden und dann war alles wieder gut. Zerstörungsschwert des Roboterbusters. Ich denke, es bleibt nicht viel anderes übrig, als den einfach mal ins Feld zu schicken hier. Und einen Mystical Space Typhoon verdeckt aufs Feld. Und dann greifen wir an. Das könnte schon unser erster Fehler gewesen sein. Totemdrache. Diese Karte kann als zwei Tribute für die Tributbeschwörung eines Monsters vom Typ Drache behandelt werden. Während deiner Standby-Phase, falls diese Karte in deinem Friedhof ist und du keine Monster kontrollierst, kannst du sie als Spezialbeschwörung in die Angriffsposition beschwören. Du kannst diesen Effekt nicht aktivieren, falls Monster in deinem Friedhof sind, die nicht vom Typ Drache sind. Falls diese Karte durch diesen Effekt als Spezialbeschwörung beschworen wird, entferne sie aus dem Spiel, wenn sie vom Spielfeld entfernt wird. Okay, das heißt, dass wir mit ziemlicher Sicherheit in der nächsten Runde einen hochstufigen Drachen auf Kaibas Spielfeldseite sehen. Vielleicht sogar den weißen Drachen mit eiskaltem Blick selbst. Da können wir uns auf jeden Fall schon mal drauf einstellen. Zug beendet. Weil jetzt der Totemdrache natürlich wiederkommt in die Angriffsposition und als zwei Tribute gelten kann. Oh, das ist ja sogar noch besser. Mit antike Regeln kann er einen hochstufigen Drachen oder allgemein ein hochstufiges Monster beschwören, ohne Tribute bezahlen zu müssen. Und antike Regeln natürlich im Prinzip eine Anspielung auf die erste Staffel von Yu-Gi-Oh!, wo es noch nicht nötig war, für hochstufige Monster Tribute zu opfern. Das kam ja tatsächlich erst mit Battle City. Im Königreich der Duellanten an sich hatten wir diese Regelung ja noch nicht. Der Kanindrache, okay. Yo! Yo! Mystical Space Typhoon, wusch, hau weg! Ja. Sein Spielfeld ist leer, sein Spielfeld ist leer. Und das aber auch. Na gut. So, erstmal gucken, was hat er denn hier gehabt? Ruf des Silbernen. Wähle ein normales Monster vom Typ Drache in deinem Friedhof. Beschwöre das gewählte Ziel als Spezialbeschwörung. Du kannst nur einen Ruf des Silbernen pro Spielzug aktivieren. Und hier hatte er noch den Kanindrachen.
Hier kommt ein in Schneefeldern wohnender, schneeballförmiger Mutantendrache mit riesigen, scharfen Ohren. Niemand wird ihm entkommen. Na gut, 2950 Angriffspunkte und 2900 Verteidigungspunkte ist natürlich im Prinzip gar nicht so schlecht. So, Zauberkarte, schwarzes Loch. Bum, bum, bum. Okay. In der nächsten Runde beschwört Kaiba definitiv den weißen Drachen mit dem eiskalten Blick. Ich aktiviere das Wappen des Drachenzerstörers, um einen Buster-Klingenkämpfer auf unsere Hand zu holen. Na, dann ist er wenigstens schon mal auf der Hand. Das Problem ist, dass er halt zwei Tribute brauchte. Oh, meine Nase, es ist furchtbar. So, gut, ich beende meinen Zug. Achso, den weißen Stein der Legende muss ich euch nochmal zeigen. Interessant, ich hätte jetzt mit dem weißen Drachen gerechnet, wegen dem toten Drachen, der nicht mehr in seinem Friedhof ist. Ich bin so doof, der ist ja gar nicht in seinem Friedhof. Okay, so, weißer Stein der Legende. Falls diese Karte auf den Friedhof gelegt wird, füge deiner Hand einen blauäugigen weißen Drachen bzw. weißen Drachen mit dem eiskalten Blick von deinem Deck hinzu. Okay. Buster Klingenkämpfer, der Zerstörungsschwertmeister. Der Name dieser Karte wird zu Buster Klingenkämpfer, solange sie auf dem Spielfeld oder im Friedhof liegt. Falls ein oder mehr Monster, die dein Gegner kontrolliert, durch Kampf oder einen Karteneffekt zerstört und auf den Friedhof gelegt werden, du kannst eines der zerstörten Monster wählen. Rüste diese Karte mit ihm aus. Einmal pro Spielzug. Du kannst eine Monsterkarte, die du kontrollierst und mit der diese Karte ausgerüstet ist, auf den Friedhof legen. Zerstöre alle Monster, die dein Gegner kontrolliert und die denselben Typ wie das auf den Friedhof gelegte Monster haben. Okay, das ist ziemlich stark. Aber ich muss ja meine Monster auch erstmal irgendwie aufs Feld kriegen, ne? Reiter der Sturmwinde. Du kannst ein normales Monster vom Typ Drache wählen, das du kontrollierst. Rüste das gewählte Ziel mit diesem Monster von deiner Hand- oder Spielfeldseite aus. Falls ein mit dieser Karte ausgerüstetes Monster ein Monster in Verteidigungsposition angreift, füge deinem Gegner durchschlagenden Kampfschaden zu. Falls ein mit dieser Karte ausgerüstetes Monster zerstört wurde, zerstöre stattdessen diese Karte. Ich aktiviere erstmal die Zauberkarte Seelenlast und rufe das Zerstörungsschwert des Roboterbusters vom Friedhof in den Angriffsmodus auf mein Feld zurück. Das hätte ich in der letzten Runde schon machen können. Ich hab nicht daran gedacht, dass der blöde Totemdrache da ja wegfällt. So. Sehen lasse, ich kann nicht angreifen, ne? Wow, was machst du da? Okay, er hat irgendwas auf dem Friedhof abgelegt und noch weißen Stein der Legende. Und deswegen hat er jetzt zwei weiße Drachen auf der Hand. Aber ich muss nochmal gucken, was hast du denn hier gemacht? Drachenschrein. Lege ein Monster vom Typ Drache von deinem Deck auf den Friedhof. Dann, falls das Monster an deinem Friedhof ein normales Monster vom Typ Drache ist, kannst du ein weiteres Monster vom Typ Drache von deinem Deck auf den Friedhof legen. Du kannst nur einen Drachenschrein pro Spielzug aktivieren. Der bereitet was Großes vor. Erfahrener weißer Magier. Jedes Mal, wenn eine Zauberkarte aktiviert wird, lege eine Zauberzielmarke auf diese Karte, wenn die Zauberkarte aufgelöst wird, maximal 3. Du kannst diese Karte mit 3 Zauberzielmarken darauf als Tribut anbieten. Beschwöre einen Buster-Klingenkämpfer als Spezialbeschwörung von deiner Hand, deinem Deck oder deinem Friedhof. Aber jetzt beschwöre ich erstmal einen erfahrenen weißen Magier im Angriffsmodus auf das Spielfeld. Und dann klatschen wir hier Feinde weg. Und schaffen tatsächlich mal einen direkten Angriff auf seine Lebenspunkte. Sehr schöne Sache. Und können theoretisch in der nächsten Runde einen unserer Buster Blader beschwören, wenn hier jetzt nichts schief geht. Fick dich! Toll. Wow, ich habe 3 Buster Blader auf der Hand. Das ist toll. Best Duel ever. Kaiba, Mann. Okay. Problem. Wir stehen am Rande der Niederlage, Leute. Und das mit einem Deck, was gezielt drauf...
ausgelegt ist, Drachen zu zerstören. Alter. Ja, ich glaube, ich kann euch Kaibermann ja nochmal zeigen, ja. Aber Kaiber muss jetzt nur irgendwas Vernünftiges ziehen und wir sind am Arsch. Weil wir ziehen einfach keine Monster. Das ist, ja, wir haben in diesem Duell einfach totales Pech gehabt. Wir haben die Stärken unseres Decks nicht mal ansatzweise ausspielen können. Und ich denke, wir werden innerhalb der nächsten 2-3 Runden tatsächlich auch verlieren. Kaibermann, du kannst diese Karte als Tribut anbieten. Beschwöre einen weißen Drachen mit dem eiskalten Blick als Spezialbeschwörung von deiner Hand. Das Problem ist einfach, wir haben hier zwar ganz tolle Karten auf der Hand, wir haben aber einfach keinen Weg, die irgendwie aufs Feld zu bringen. Weil wir insgesamt erst 2 Monster gezogen haben, die wir überhaupt beschwören konnten. Ja, und jetzt bin ich wieder darauf angewiesen, dass er jetzt nichts zieht, was er ausspielen kann. Denn sonst haben wir Arschkarte. Vor allem, wenn er was zieht, mit dem er den weißen Drachen rufen kann. Emporkömmling Goblin. Flammwellwache. Ein Flammwellwächter, der mit der Kraft seiner Gedanken über das Feuer gebieten kann. Seine heiße Magma-Barriere schützt seine Truppen vor allen Eindringlingen. Ja, leider nur im Verteidigungsmodus. 2000 Punkte. Immerhin besser als gar nichts, aber dieses Duell läuft für uns echt beschissen. Und da ist der weiße Drache zurück und jetzt haben wir verloren. Ich sehe nicht, wie wir das noch rumreißen wollen. Schade. Ich hätte echt gedacht, dass Alistair sich besser schlägt. Aber wenn er natürlich auch so einen Scheiß... Toll. Wenn er auch so einen Scheiß Pech hat mit seinen Karten, dann kann das ja gar nichts werden. Ja, es ist jetzt eigentlich nur noch ein Schinden auf Zeit. Die Busterblader sind, glaube ich, alle Stufe 7. Das heißt, wir brauchen 2 Tribute. Das heißt, ich sehe das nicht, dass wir die jetzt hier irgendwie noch aufs Spielfeld bringen, wenn Kaiber seinen weißen Drachen draußen hat. Zerstörungsschwert des Zaubererbusters. Du kannst einen Buster-Klingenkämpfer wählen, den du kontrollierst. Rüste das gewählte Ziel mit diesem Monster von deiner Hand- oder Spielfeldseite aus. Solange diese Karte ein Monster ausrüstet, können die Effekte von Monstern im Friedhof deines Gegners nicht aktiviert werden. Du kannst diese Ausrüstungskarte auf den Friedhof legen und dann ein Zerstörungsschwertmonster in deinem Friedhof wählen, außer Zerstörungsschwert des Zaubererbusters. Füge es deiner Hand hinzu. Ja, aber jetzt brauche ich die Monster auch nicht mehr ziehen, weil ich kann die Monster nicht auf dem Spielfeld halten, um irgendwas Stärkeres zu beschwören. Ich habe jede Menge Monster auf der Hand, die den weißen Drachen erledigen könnten. Und ich kann nicht eines davon ausspielen, weil ich sie einfach nicht aufs Feld kriege. Ich weiß nicht, ob ich Karten habe, mit denen ich einen Busterblader vielleicht dann auch nochmal direkt beschwören kann. Aber ich würde mich nicht drauf verlassen. Goldsarkophag, jetzt haben wir eh verloren. Goldsarkophag, verbanne eine Karte offen von deinem Deck. Während deiner zweiten Standby-Phase nach der Aktivierung dieser Karte, füge die Karte deiner Hand hinzu. Dass wir jetzt diese Karte gezogen haben, bedeutet natürlich, dass wir kein Monster haben, das wir im Verteidigungsmodus ausspielen können, um unsere Lebenspunkte zu beschützen. Wir haben nur noch 1750 Lebenspunkte und er hat einen weißen Drachen mit eiskaltem Blick mit 3000 Angriffspunkten auf dem Spielfeld. Das heißt, Alistair ist am Arsch und Seto Kaiba hat das erste unserer Herausforderungsduelle sehr souverän und überzeugend gewonnen, weil wir einfach einen Scheißpech hatten mit dem Ziehen unserer Karten. Schade, ich hätte von diesem Deck gerne mehr gezeigt. Vielleicht kann Alistair uns ja dann nochmal mehr überzeugen, wenn wir gegen ihn antreten. Ich weiß noch nicht, wann das sein wird. Ich weiß auch noch nicht, mit welchem Deck das sein wird, aber es wird ja auf jeden Fall noch kommen. Gut, wir aktivieren einfach mal die Karte, um sie noch aktiviert zu haben. Ja toll, hier, Zerstörungsschwertkämpfer Fusion. Wenn wir das gezogen hätten, hätten wir unser Fusionsmonster beschwören können. Naja. Was soll's? Hier, da. Ich wollte dir nur zeigen, ich hätte eine Karte gehabt, die dich hätte aufhalten können. Bring's zu Ende. Game over.
Immerhin kriege ich noch ein paar Punkte dafür. Na gut. Ist blöd gelaufen, aber was soll's. Ich habe ja gesagt, dass es letztendlich jetzt in diesen Folgen nicht mehr um das Gewinnen oder um das Verlieren geht, sondern mehr darum, die einzelnen Decks zu präsentieren. Und ich denke, beide Decks konnten zumindest ansatzweise zeigen, wozu sie fähig sind. Das Deck von Seto Kaiba kannten wir ja sowieso schon. Das Deck von Alistar hat Potenzial gezeigt. Ich denke, auch wenn wir nicht wirklich irgendwas ausspielen konnten, aber wozu dieses Deck rein theoretisch in der Lage wäre, das konnte man ja schon sehen, zumindest so ein bisschen. Ich hätte gern mehr draus gemacht, aber es hat halt einfach nicht sollen sein. Das war Yu-Gi-Oh! Legacy of the Duelist für heute. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und hoffe, ihr seid dann auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin wünsche ich euch aber erst einmal eine gute Nacht.